Wir haben Freitag, den 24.03.2017, es ist 3 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 429 Abonnenten und 68.600 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Wie das so ist, ihr habt es gehört, 429 Abonnenten, ja, langsam deutet sich an, was ich von Anfang an hier versucht habe, euch zu erklären, ja, ich bin jetzt schon seit längerem ein Star, ja, 429 Abonnenten sprechen für sich, ja, mir ist scheißegal, was die anderen haben, ich bin ein Star und die anderen nicht, das ist klar, ja, und wie das so ist, ja, im Leben eines Stars, ja, gibt es Groupies, ja, gibt es, ich will nicht sagen Fans, ich mag dieses Wort nicht, ja, Supporter, sag mal, es gibt verrückte Fans, ja, es gibt aber auch Supporter, ja, und, ja, hier, YouTube und sowas, ja, viele Leute gucken, 429, ja, ich bitte euch, ja, es ist ja wohl klar, und da ist der ein oder andere dabei, der sich sagt, ey, rechtmäßiger König von YouTube, ich will ihm meine Liebe zeigen, ja, und ich will ihm ein Geschenk machen, ja. Und das ist wieder passiert, liebe Leute, und zwar hab mich wieder ein Paket erreicht eines Abonnenten, ja. Ich darf den Namen verraten, denke ich mal, ja. Es handelt sich um Herr Schreiber, ja. Und der Gute hat auch letztens kräftig gespendet, ja, damit ich meine Strafen hier begleichen kann. 13,12 € ein Statement, was er damit gesetzt hat. Und er hat mir ein Paket zukommen lassen. Er hat mich gefragt, ob es in Ordnung wäre. Hab ich gesagt, ja, okay, was wollen Sie mir denn schicken? Ja, lassen Sie sich überraschen. Ich sage, ja, okay, ich liebe Geschenke, ja. So, ja, das Paket sieht so aus. Es ist wunderbar. Also alleine, wenn man es sieht, muss man lächeln, liebe Leute, ja. So, also, meine Adresse, es geht's noch los, ja. Batman ist drauf, ja. The Flash ist drauf. Seine Adresse wegmachen. Ein komischer Lauch-Astronaut ist drauf, ja. Und der einzig wahre, warum auch immer, blaue Mr. T mit dem ganzen Goldschmuck, ja, beste Mensch der Welt, so, ja. Das Paket hat mich erreicht, ja, und ich sag Ihnen ganz ehrlich, also Ihnen, euch, ja, also Ihnen, Herr Schreiber und ganz ehrlich, ich habe auch versucht herauszufinden, was da drin ist. Ich habe ihn gefragt, ja, es ist erstmal okay, ja, dass ich das in der Sendung hier überhaupt mache und preisgebe, dass sie mir was geschickt haben und was da drin ist und sowas. Und er sagte, ja, können Sie gerne machen. Und dann habe ich gefragt, ja, aber was ist denn da drin, ja, bevor ich hier irgendwie, was weiß ich, auspacke, ja. Und wollte er mir nicht verraten, ja. Wollte er einfach eiskalt nicht verraten. Und ich schwöre euch, ich weiß nicht, was da drin ist, ja. Ich habe ihn gefragt, ist es was Schlimmes? Weiß, ja. Und er hat gesagt, ja, das werden sie dann herausfinden, aber er denkt denn nicht, ja, weil ich vertraue ihm, ja. Und ich schwöre euch wirklich, ich schwöre auf Donald Trump, dass ich nicht weiß, was drin ist. Also auf den bösen Donald Trump, auf den guten, unser guter Donald Trump, ja. Das ist ein Engel, ist das, liebe Leute, ja. Also von ihm ist auch übrigens, das habe ich adaptiert und das müsst ihr jetzt auch machen. Wenn euch irgendwas im Leben nicht gefällt, eine Mauer drum bauen, ja. Wenn euch ein Mädchen nicht gefällt, baut eine Mauer drum, ja. Und wenn mir das nicht gefällt, was da drin ist, ja, werden wir alle zusammen eine Mauer da drum bauen, ja. So, wir werden jetzt mal gucken, ja, also. Also es fühlt sich an wie ein T-Shirt, irgendwas Stofflastiges, ja, ich schwöre euch, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich hatte hier irgendwann eine Schere in dieser ganzen Unordnung, verdammte Kacke, ich brauche eine Sekretärin, so ein Star bin ich schon, ich finde ja gar nichts mehr hier, eine Putzfrau brauche ich übrigens auch immer noch, ja, ich habe mal so eine Sendung gemacht, ich suche die Superputzfrau, wenn nicht, guckt es, googelt es, ja, wenn ihr nicht was googelt, es googelt, ja. So, also, wir machen es jetzt mal auf, so Schere, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Ja, Leute, ich bin schon gespannt. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Egal, den Rest reißen wir auf. So. Oh, ich habe die Briefmarke zerrissen. Alle Briefmarkensammler drehen gerade durch, schlagen Kopf an die Wand. Wie kommt der nur? Tut mir leid, ja. Briefmarken habe ich mit, ich weiß nicht, 12 gesammelt. Ich habe übrigens voll die krasse Briefmarkensammlung, ja. Wenn ihr irgendwie da draußen seid und Ahnung habt davon, ich schwör, kontaktiert mich. Ich habe brutale Briefmarkensammlung, ganze diese Alben voll damit mit seltenen, ja. Ich schwöre, ich habe bestimmt irgendwelche Millionen wert. Ihr müsst mir aber sagen, ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm.
So, ein netter Brief steckt dabei. Fanpost, ja, Sie wissen, wie es gemeint ist. Ja. Liebster Bernie. Also, enge Abonnenten dürfen mich auch König Bernie nennen. Ja, bitte König nächstes Mal einfügen. Ja. Hier die versprochene Überraschung. Hashtag hahaha, Ausrufezeichen. Viel Spaß damit und lass die Finger von den Datteln. Ja, da verfolgt jemand hier die Sendung. Weiß ganz genau, dass Datteln mich fast umgebracht haben. Ja, Grüße der Schreiber. Vielen Dank, lieber Herr Schreiber, wirklich, ja. Tschüss. Nein, Spaß, wir gucken jetzt noch da rein. So, also erstmal hier so. Alter, ich schwör euch, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Wahnsinn. Ey, sie sind doch geistig behindert. Ey, liebe Leute, ey, ich habe ja wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ey, das ist der Wahnsinn. Das, ey, ich muss das euch zeigen, Alter. Warte, wir machen so. Hier oben auf dem Shirt ist ein Sticker, da steht Don't Worry drauf und den kann man abmachen. So, und jetzt so, wir machen so. Oh fuck, so. Seht ihr das? Da steht drauf Dattelgate. Dattelgate, versteht ihr? Wegen meiner allergischen Nahtoderfahrung, weil ich Datteln gegessen habe neulich und fast gestorben bin an Datteln, ja? Dattelgate. Am 5.3.2017. Alter, Wahnsinn. Kennt ihr den? So, also, scheiße, wie machen wir das? So. Ja, so sah ich aus. Beim Dattelgate, ja? Und dann steht drauf, behinderte Datteln, ja? Denken, sie können mich fertig machen. Ja? Aber nicht mit Bernhard, ja? Versteht ihr auch die Anspielung auf das Ja? Ja, die Leute, die das hier verfolgen, die wissen ganz genau Bescheid, was Ja bedeutet bei mir. Also, ja, ich sag das halt oft, ja. Aber egal. Ey, krasse Sache. Liebe Leute, also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber der Herr Schreiber ist damit in meiner Gunst des rechtmäßigen Königs ganz weit oben gelandet, jetzt halt Smaller unten. Wahnsinn. Das ist so Hammer. Aber ihnen ist schon klar, ja, dass dieses T-Shirt nicht in der Öffentlichkeit getragen wird. Ja, das ist, ich weiß nicht, das grenzt an Körperverletzung von anderen Menschen, wenn sie diesen Frankenstein auf dem Bild sehen müssen, ja. Aber es ist der Wahnsinn, ey. Alter, unglaublich, wirklich. Krass, danke. Das ist einfach mal, da hat sich ja jemand wirklich Gedanken gemacht, um mir noch Salz in meine Wunde zu streuen, aber auf eine liebe, nette Art und Weise. Hammer. Also ich kann es gar nicht genug sagen, ja, also definitiv wird die nächste Videosession in diesem Dings hier stattfinden. Das ist ja, versteht sich ja wohl von selbst, ja, das ist das offizielle Shirt jetzt. Ich glaube eigentlich, es müsste eine Massenproduktion geben, weil jeder, der mich hatet, ja, die ganzen Tanzverbot-Freunde, ja, Freunde, ich weiß nicht warum, aber die ganzen Tanzverbot-Freunde, warum hat der Freunde, egal, die werden es lieben, ja, alle meine Feinde, die werden es lieben, dieses T-Shirt, ey, vielen Dank für die Idee, das gehört jetzt mir, also nicht nur das T-Shirt, die Idee gehört jetzt mir, das Patent ist längst beantragt, das wissen sie nicht, es gehört jetzt alles mir, sie sind raus, ja, dennoch vielen Dank, das kriegen sie irgendwie, auf irgendeine Art und Weise werden sie das von mir zurückkriegen, ja, ich werde sie auch erwischen in einem peinlichen Moment, ja, und werde es ihnen heimzahlen, mein lieber Herr Schreiber, ja, aber bis dahin erstmal vielen Dank, das ist eine wunderbare Sache, es ist auch, es gefällt mir wirklich sehr, ja, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich es jetzt verlost, ja, damit jemand anderen nicht gefällt, ja, aber das, ist, glaube ich, jetzt nichts, was man verlosen möchte. Außer Jessica Alba oder Rosaria Dawson melden sich bei mir, dann dürfen sie gerne in dem T-Shirt schlafen. Und solange sie bei mir in meinem Domizil verkehren mit mir, ja, das anhaben. Aber wenn sie gehen, dann bitte ohne, ja, ist klar. So, ey, vielen Dank, wirklich krass, ja, diesen Brief, ja. So,
Das ist ein Schatzi, sind sie, ja. Unglaublich, ja. In diesem Sinne, liebe Leute, ihr habt gesehen, alle, ja, schickt mir Geschenke, ich liebe Geschenke, ja, auf alles, ja. Schickt mir Umschläge mit Geld, ja. Schickt mir Umschläge mit noch mehr Geld, schickt mir T-Shirts, schickt mir dann Umschläge mit doppelt so viel Geld wie davor. Ey, alles gut, ja. Ich liebe es, ja. Auto nehme ich auch gerne, kein Problem, machen wir alles, ja. Krasse Sache. Vielen Dank. Scheinbar, ich bin eigentlich sprachlos, ja. Also, das kriegen sie auf jeden Fall irgendwie zurück. In diesem Sinne, liebe Leute, haut rein, seht ihr mal, wie das hier läuft beim rechtmäßigen König von YouTube. So läuft bei uns. So, liebe Leute, ja. Die anderen können sich meinen Arsch ficken. Niemand hat so krasse, eine krasse Community wie ich, ja. Beste Community der Welt, wirklich Hammer. Vielen Dank. In diesem Sinne, Herr Schreiber, schlafen Sie gut, ja. Irgendwann finde ich heraus, auf was Sie allergisch sind, ja. Dann kriegen Sie damit auch, ja, von mir Dinge, ja. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, haut rein, liebe Leute. Krasse Sache, was soll ich sagen? Ciao. Ach ja, eine Sache noch. Ja, was guckt ihr so an? Superman ist ein Scheiß gegen mich. Ich habe so gemacht, bin ich Telefonzelle, hab mich umgezogen, jetzt so, ja, so. Superman ist Schnecke gegen mich, ja. Aber hört auf zu gucken jetzt, liebe Leute. Ja, es ist ja wohl klar, ja, dass seit dem 5.3.2017, ja, das Dattelgate passiert ist, ja, es soll, wird, muss definitiv, ja, in Zukunft ein Nationalfeiertag werden, ja. Soll jeder auf der Welt, nicht nur ein globaler Nationalfeiertag werden, ja, soll jeder auf der Welt wissen, ja, was an diesem Tag passiert ist. Und das ist jetzt der offizielle Dattelgate-Tag ist, liebe Leute, der 5.3. In Zukunft, bis ins Jahr 4039 und die nächsten 28.000 Jahre darauf und dann nochmal 1 Million Jahre, ja, wenn die Welt überhaupt noch so lange lebt, ja. Nationalfeiertag, liebe Leute, ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ja, aber so diese Petition irgendwie geht bestimmt, ja. Also wir haben 429 Abonnenten, irgendeiner von euch kann das, ja, wenn nicht, was ist das, seid nicht so Idioten, seid kein Idioten, irgendeiner von euch kann das bestimmt, ja, wir machen jetzt eine Petition, ich weiß nicht, wie viele man Unterschriften braucht, die unterschreibt alle, ja, 200, 300, keine Ahnung, machen das, ganz viele Unterschriften sammeln, jeder von euch sammelt noch mehr Unterschriften, dann wird es ein Nationalfeiertag, ja, es ist, steht ja wohl fest, ja, 5.3.2017, ja, kennt ihr den, ja, so sieht es aus, ja, Wampe verstecken, verdammte Kacke, ja, Nationalfeiertag, 5.3., Zukunft, merkt euch das, verdammte Kacke.